Die Zerschlagung von Galeria Karstadt Kaufhof ist erst einmal vom Tisch. Die Gläubiger des insolventen Warenhauskonzernes stimmten dem Plan zur Rettung der letzten großen deutschen Kaufhauskette zu. Demnach würden weit mehr als 16.000 Arbeitsplätze erhalten bleiben, sagte der Sachverwalter Kebekus, der die Interessen des Unternehmens gegenüber den Gläubigern vertritt. Nun bestehe eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Insolvenzverfahren schon Anfang Oktober erfolgreich beendet werden könne. Die Gläubiger verzichten auf Milliarden. Trotzdem werden voraussichtlich 47 Filialen geschlossen. Insgesamt gibt es ja bisher 171. Und etwa 4.000 Mitarbeiter, darunter viele Teilzeitkräfte, verlieren so auch ihren Job.